Ich denke, den meisten Leuten ist es so ergangen wie uns auch, dass man das eine Zeit lang nicht so wirklich ernst genommen hat. Und wie man da gemerkt hat, hoppla, wir müssen jetzt wirklich was tun. Und dann ging es schon los mit der Schließung des Kindergartens, bis auf eine Notgruppe, die Bürgerhäuser, der Friedhof und die ganze Sache wurden geschlossen. Und da ich Fan bin von WhatsApp, auch wenn es nicht jedem gefällt, und ich organisiere die Vereine und der ganze Kram alles über WhatsApp, habe ich gedacht, jetzt machen wir gleich eine WhatsApp-Gruppe, um zu gucken, wer hat Interesse. Und habe das dann in Abstimmung mit dem Gemeinderat, im Amtsblatt und auf Facebook mehrfach veröffentlicht, sodass einfach jeder wusste, wer Hilfe bedarf, kann sich bei mir melden auf unsere Kommunikationskanäle, Homepage, App, Facebook, E-Mail-Verteiler, was wir alles haben. Und wer Hilfe spenden möchte, das heißt aktiv unterstützen möchte, der kann dies auch tun. Und da haben sich viele Leute gemeldet. Die sind jetzt alle in der WhatsApp-Gruppe. Und ich habe gemerkt, die Nachbarschaftshilfe hier ist sehr groß, sodass wir hier in dieser freiwilligen Gruppe gar nicht so viel zu tun haben. Aber die paar Leute, die sich gemeldet haben, die habe ich dann weitergegeben in die WhatsApp-Gruppe und dann zack. Ein paar Minuten später hatten wir einen Helfer und ja, so läuft das. Also, das Angebot ist durchgehend, das heißt, wer sich meldet, egal auf welchem Kanal, bekommt direkt eine Antwort. Ich gebe die Info weiter in die WhatsApp-Gruppe und dann sehe ich, wer das abarbeiten möchte. Und die zwei schließe ich zusammen. Und dann klären die das persönlich, wie die das machen mit dem Geld. Das ist individuell überlassen. Also, was denke ich mal eine sehr schöne Aktion ist, ist eine Aktion vom Stefan Papon. Der ist bestimmt allen Kirchengängern noch wohl bekannt. Leider ist er nämlich bei uns im Lande. Aber er hat nochmal Aktion gemacht und da haben sich die Reuschbacher Mädels ganz stark organisiert, engagiert und haben dort richtig viel Masken gebastelt oder produziert, je nachdem, wie man es sagen möchte. Mittlerweile sind es über 300 Masken, die die ausgeliefert haben. Und ich denke, oh, das ist wirklich ganz toll. Also Respekt. Vielen Dank, Mädels. Ja, generell sieht es einfach so aus, dass, wie jeder weiß, alle Veranstaltungen ausgefallen sind. Wir haben auch für die Ortsgemeinde viele Veranstaltungen und Arbeitseinsätze geplant. Leider verschiebt sich alles. Ich befürchte, dass wir nicht alles nachholen können, dass wir einige Sachen jetzt vielleicht im Herbst noch unterbekommen, andere nicht. Wir hatten ein Seminar gehabt oder geplant mit dem Professor Dr. Otterpohl über Gesundheit. Wir haben eine Straußbube-Party geplant mit allen Straußbuben aus den Ortsteilen Niedermoor, Reuschbach und Schwalbach. Viele andere Dinge. Und jetzt fällt eben alles ins Wasser und jetzt muss man gucken, wie geht es da weiter. Das ist natürlich super schade für die Vereine. Weil denen fehlt natürlich auch die Kohle, muss man ganz ehrlich sagen. Rausgehen kann keiner mehr, alle sind so ein bisschen isoliert. Wir probieren viele Dinge jetzt einfach über eine Video-Online-Konferenz vom Gemeinderat zu steuern, weil wir sind eigentlich handlungsunfähig. Wir können dann nicht nur den Haushalt verabschieden, weil auch solch eine Online-Konferenz ist nicht rechtsverbindlich. Wir können also nur besprechen und vorbesprechen, sodass irgendwann, wenn das Go wieder kommt, und dann haben wir viele Punkte auf dem Tisch und haben die alle gar schon vorbesprochen und können die dann einfach verabschieden, damit es wirklich mal ein Stück gibt. Ich bin da auch in Kontakt mit Volker Hammel vom Jugendbüro Rammstein. Und alle, die sich beteiligen wollen an der Aktion Spielfeste über den ganzen Sommer, die werden das planen. Wir wollen das auch planen. Jetzt können wir uns natürlich nicht treffen. Wir haben so ein Spielfestkomitee. Jetzt werden wir demnächst einfach mal Online-Konferenz machen und uns dann in Schrollbach online treffen und dann einfach so weit planen, wie es geht und dann kurzfristig einfach die Entscheidungen treffen, wie es wo weitergeht. Mit der Kerbe ist es genauso, sowohl in Schrollbach als auch in Niedermoor. In Niedermoor ist es noch ein bisschen problematischer, weil die noch früher ist.